Zum Tempo muss ich gar nicht besonders viel sagen. Ich muss sagen, die Ereignisse in der letzten Woche haben mir, wenn man so will, am allermeisten zugesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Nathan Müller hatte uns ja letzter Woche im Hangar 2 vom Flughafengebäude ja noch versprochen, dass bis zum Volksentscheid bzw. zum Volksbegehren kein die Bagger auf dem Feld nicht zum Einsatz kommen. Und was wir von solchen Politikerschwüren zu halten haben, das haben wir am Freitagmorgen erleben dürfen, als Sattelschlepper, drück mal ein bisschen vorwärts, als Sattelschlepper auf noch weiter, genau, als Sattelschlepper und Bagger quer über das Feld fuhren, die Bagger als allererstes dort die Versorgungsleitung entlang des Kolumbiadamms zerstörten. Also sie haben eigentlich nur Fakten geschaffen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist praktisch ein reiner symbolischer Akt, der da vorgenommen wird. Mach nochmal. Wie bitte? Am Freitag. Am Freitag. So, jetzt machen wir noch eine Folie weiter. Das ist jetzt im Grunde genommen das neue Bild der Freiheit, an das wir uns anscheinend gewöhnen sollen. Dafür sind 6,5 Kilometer Bauzaun geordert worden, dass wir in Zukunft in diesem Bereich, der also fast ein Drittel der gesamten Fläche des Tempelhofer Feldes betrifft, zur Baustelle erklärt wird und als vorgezogene Maßnahme durchgezogen werden soll. Hierzu möchte ich ganz kurz eine Stellungnahme eines hohen, langjährigen Berliner Verwaltungsrichters, ich glaube, er war fast 30 Jahre in Berlin am Verwaltungsgericht tätig, zum Schluss lange Jahre als der Oberste, der Vorsitzende des Verwaltungsgerichtshofs, der so geschockt ist von der Art und Weise, wie mittlerweile das Recht, das geltende Recht in Berlin, von der Politik mit Füßen getreten wird, dass er mir gesagt hat, Herr Vargas, ich weiß nicht, ob ich das gesundheitlich noch überstehe, darüber auch noch zu referieren. Er ist auch selber in einer anderen Bürgerinitiative tätig, wo praktisch ein anderes auch eine andere Baumaßnahme, die rechtlich gar nicht durchsetzbar war, im Sinne und für einen Vorhabensbegünstigten vom Berliner Senat durchgedrückt wurde. Machst du nochmal bitte zurück auf die Stellungnahme? Das war die. Ja, nochmal zu. Da, genau. Ich lese euch mal kurz vor zum Wasserbecken und dann kommen wir zu den Bebauungsplänen. Wie sich aus der Baugenehmigung ergibt, handelt es sich um eine Teilmaßnahme für die Gesamtplanung einer Parkanlage auf dem Tempelhofer Feld. Der Einwand gegen die Baugenehmigung muss sich rechtlich darauf stützen, dass für eine solche Gesamtplanung die Aufstellung eines Landschaftsplans in dem dafür nach dem Naturschutzrecht vorgesehenen förmlichen Verfahren mit Bürgerbeteiligung einschließlich der Naturschutzverbände erforderlich ist. Dass nicht im Wege einer Salamitaktik durch einzelne Genehmigungsakte umgangen werden darf. Man könnte daher, das ist allerdings Neuland, eine Klage des Bundesnaturschutzes gegen die Baugenehmigung darauf stützen, dass mit ihr gesetzlich vorgesehene Beteiligung und Klagerechte umgangen werden. Politisch sollte man versuchen, die Sache etwa durch eine entsprechende Anfrage ins Abgeordnetenhaus zu bringen, weil auch dessen Zuständigkeit in einem Landschaftsplanverfahren durch die genannte Salamitaktik umgangen wird. Ich habe das nur deshalb vorangestellt, weil bei unserem letzten Hearing in der Passionskirche eben das Wasserbecken einen sehr großen Raum einnahm und
nämlich das Thema Einbindung, Entschuldigung, so heißt das nicht mehr, früher hieß das Bedenken und Anregungen waren von den Bürgern gefragt, heute dürfen wir noch Erläuterungen abgeben und Stellungnahmen. Mit der offiziellen Begründung, der Bürger sei nicht kompetent genug, um wirklich planungsrechtliche Einwendungen und den hohen Planern auch tatsächlich Anregungen bei ihrem Handeln zu geben. Deshalb habe ich das vorgezogen. Allerdings die Frist, das haben wir ja gehört, für diese vorgezogene oder frühzeitige Bürgerbeteiligung, die läuft am 1. November ab. Das ist jetzt diese Woche. Und deshalb möchte ich gerne diesen Beitrag, den uns der Herr von Feldmann hier eben auch mitgegeben hat, zu den Bebauungsplänen. Nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. Es wird also Ergebnisoffenheit gesetzlich vorausgesetzt. Das Gegenteil wird hier praktiziert. Die betreffenden Bebauungspläne sind bereits bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet. Von Ergebnisoffenheit kann keine Rede mehr sein. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung ist lediglich eine für die Betreiber der Planung in Politik und Verwaltung lästige Farce. Inhaltlich fällt mir auf, dass es hier keineswegs nur um die Beseitigung der angeblich plötzlich aufgetretenen Wohnungsnot in Berlin geht, sondern zum Beispiel im B-Plan 77 zu einem großen Teil Gewerbe vorgesehen ist. Mach mal bitte die nächste Folie. Noch die weiter. 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 So, das war zurück. Genau. Hier sehen wir das. Das ist hochinteressant. Hier taucht auf einmal eine Tafel auf, die weicht ab von dem, was man uns bisher in der Öffentlichkeit hat versucht zu verkaufen. Es geht ja nur um Wohnungsbau. Berlin hat diese große Wohnungsnot. Und wenn wir hier genau hinschauen, was sehen wir da? Wir haben, das hier geht es um das B-Plan-Gebiet 7-70, das ist am Tempelhofer Damm. Dort haben wir eine geplante Geschossfläche von 450.000 Quadratmeter. Davon Wohnnutzung 136.500 Quadratmeter. Das sind weniger als 30%. So versucht man uns die hier für dumm zu verkaufen, weil das ist nichts anderes. Das sind, im Grunde genommen ist das eine Gewerbefläche. Darum geht es überhaupt bei diesem Gebiet. Mit öffentlichen Mitteln dieses Gebiet, was seit den 70er Jahren, seit Tegel wird in dieser Stadt darüber nachgedacht, was passiert mit dieser Fläche, wenn die Flieger weg sind. Weil mitten in der Innenstadt gibt es vielleicht noch zwei, drei Städte, die sich das leisten, aber ansonsten auch versicherungstechnisch war das eben nicht mehr tragfähig, auch die großen Gesellschaften und so weiter, kann man sich auch drüber streiten, als City-Flughafen wäre es durchaus noch möglich gewesen, vertretbar. Aber die Zeit hat nun mal das anders entschieden. Und ich hoffe, dass die Wunden, die dabei aufgerissen sind, auch geheilt werden, dass wir wenigstens den Standort, der so wichtig ist für Berlin. Seit hunderten von Jahren ist das der Ort, wo die Berliner hingehen, dass dieser Standort erhalten wird. Und seit den 70er Jahren war es Konsens, dass diese Fläche Gemeinbedarfsfläche ist, dass sie dem Gemeinwohl dient, dass sie, das steht auch im geltenden Flächennutzungsplan noch so drin. Ja, da, wenn Sie sich den anschauen, es sind überwiegend Schulen und Kindertagesstätten und öffentliche Einrichtungen geplant. Selbst das, wo jetzt dieses Wasserbecken geplant ist, ist eine Gemeinbedarfseinrichtungsausweisung nach der Signatur. So, aber was sie machen, ist jetzt, dass sie praktisch versteckt
hinter dem angeblichen Wohnungsbau oder sogar sozialen Wohnungsbau auf dieser Fläche gewerblich Gewerbe durchsetzen und damit praktisch mit öffentlichen Geldern die Infrastruktur kostet uns Berliner 590 Millionen Euro. Das müsste man sich mal anschauen. Ja, das ist das, dieses Feld ist wie schlimmer wie eine grüne Wiese. Sie ist hochbelastet und sie ist eben praktisch für ein militärisches und für eine luftfahrttechnische Einrichtung hergestellt. Sie ist überhaupt nicht angeschlossen, sie ist als ein autarker Ort hergestellt und überhaupt nicht verbunden und vernetzt mit der umliegenden Infrastruktur. Die muss erst hergestellt werden. Schauen Sie genau hin, in den Straßen rings um das Feld herum, dort wird überall gebaut. Fragen Sie mal die Bauarbeiter, warum die da die Straßen gerade aufreißen. Gerade haben sie wieder jetzt die Herfurtstraße aufgemacht, denn vorher die Friesenstraße, hier einmal ringsherum. Das sind alles, die arbeiten schon an den Kanälen, die arbeiten schon an den Leitungen. Obwohl, das muss man sich mal überlegen, obwohl die planungsrechtlichen und die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen für diese Ausgaben überhaupt noch gar nicht gegeben sind. Das ist Rechtsbeugung. Das ist Amtsmissbrauch. Das ist Steuergeldverschwendung. Da müssen wir unsere Stellungnahmen, das müssen wir nach draußen bringen. Und nicht nur zu denen, sondern ich würde auch vorschlagen, jede Stellungnahme, die abgegeben wird, irgendwie als Kopie, wenigstens der Bürgerinitiative oder den Kolonien, sodass wir die Möglichkeit haben, das auch nach außen zu geben. Oder an den Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Welt, wie auch immer weiterzugeben. Ich bin gleich durch. Kommt jetzt noch eine Folie noch dazu, die mal aufzeigt, die praktisch mit Daten des Landesamts für Statistik. Statistik. Ja. Mach mal die nächste. So, da wird uns das klar. Hier sind mal die Einwohnerzahl dem Wohnungsbestand von Berlin gegenübergestellt. Und was sehen wir da? Wir sehen, dass praktisch in der Bevölkerung von 1991 zu 2011 fehlen immer noch 120.000 Einwohner. Herr Michel ist heute leider nicht hier, ich habe ihn eingeladen. Wahrscheinlich steht er so unter Druck als Angehöriger, jedenfalls als Freelancer bei der Humboldt-Universität. So wird das nämlich heutzutage gemacht. Wir überhaupt, die Demoskopen gehen gar nicht davon aus, dass hier bis zum Jahre 2030 250.000 Menschen mehr leben. Überhaupt nicht. Das ist einfach ein Trick, den die angewandt haben, indem sie alle Illegalen in Berlin, da haben sie die Zuzugsrechte geändert, die haben sich alle angemeldet und das wurde dann als Trend genommen. So hat man das gemacht. So, und im Gegenzug dazu, zu heute, haben wir 186.000 Wohnungen mehr. Wir haben 120.000 Einwohner weniger und 186.000 Wohnungen mehr. So, stellt doch mal diese Frage. Das ist meines Erachtens nach genau richtig. Weil das, was auf diesem Feld gemacht wird, dass das keinen Sinn ergibt. Dass das, was der Öffentlichkeit gegenüber als Notwendigkeit, als öffentliches Interesse, das ist das Zauberwort bei B-Plänen, das öffentliche Interesse, wo die praktisch immer sagen, du als Einzelner kannst zwar eine nette Meinung haben, die interessiert uns nicht, uns interessiert das Übergeordnete. Aber wenn das Übergeordnete eine Lüge ist, dann müssen wir das so ausdrücken, dann ist das nichts wert, Ihr Argument. So, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr beteiligt euch und ringt auch eure Nachbarn heute an.